Fragen wir den Bremer Regierungschef einmal selbst. Andreas Bovenschulte, Rot-Grün-Rot zum ersten Mal im westlichen Bundesland. Was ist denn jetzt besser als bei Rot-Grün vorher? Also wir haben in Bremen viele Herausforderungen, viele Aufgaben, viele Probleme. Die kann man nicht in einer Legislaturperiode lösen. Nehmen Sie die ganzen Dinge, die wir im Bildungsbereich nachholen müssen, wo wir viel investieren müssen, wo wir unsere Schulen und unsere Kitas ausbauen müssen, wo wir das Bildungssystem insgesamt verbessern müssen. Da müssen wir lange Linien ziehen. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode in vielen Bereichen die Grundlagen gelegt und jetzt müssen wir auf dieser Grundlage weitermachen. Wir haben ja zum Beispiel das Glück, dass wir im Bildungsbereich einen breiten Bildungskonsens auch mit der Opposition haben. Die Leitplanken sind also klar. Jetzt müssen wir uns daran machen, das auch alles umzusetzen. Also Sie grenzen sich schon deutlich auch zur Vorgängerregierung ab und sagen, wir können es jetzt besser. Das geht wirklich besser mit rein? Also, was ich gesagt habe, ist, die Probleme, die Bremen hat, die müssen wir über Jahre konsequent bearbeiten. Das hat auch die Vorgängerregierung schon getan. Wir müssen daran anknüpfen. Wir müssen zum Beispiel im Bereich Bildung das, was wir im Bildungskonsens festgelegt haben, Schulen sanieren, Schulen bauen, mehr Lehrkräfte einstellen, insbesondere in den Stadtteilen, wo Schülerinnen und Schüler leben, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Da müssen wir die Ressourcen konzentrieren. Dann werden wir auch die Grundlagen dafür schaffen, dass wir unser Bildungssystem inhaltlich besser machen. Gut, wir reden gleich über das Geld. Zuvor noch die Information, dass Sie 10.000 neue Wohnungen bauen wollen. Bis wann ist die Frage und wie wollen Sie es finanzieren? Auch die ganze Bildung und alles das, was Sie vorhaben. Zum Beispiel auch Straßenbau. Sie müssen ja auch ein bisschen was tun, nicht? Na ja, gut, beim Wohnungsbau ist es ja so, die meisten Wohnungen werden natürlich privat gebaut. Da müssen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Es muss genug Bauland geben. Wir müssen die entsprechenden planungsrechtlichen Grundlagen schaffen. Wir müssen die Baugenehmigungsverfahren auf den Weg bringen. Natürlich spielen auch unsere kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die Gewoba und die Brebau und die Stewok in Bremerhaven, eine große Rolle. Da ist es weniger das Problem von Haushaltsmitteln, auch wenn es darum geht, sozialen Wohnungsbau zu fördern. Aber da geht es eher darum, die entsprechende Flächenpolitik zu machen, damit genug Wohnungen gebaut werden können. In anderen Bereichen, da haben Sie recht, da geht es auch darum, dass viel öffentlich investiert werden muss, zum Beispiel im Verkehrsbereich, zum Beispiel im Bildungsbereich. Und da ist es natürlich so, dass wir Prioritäten werden setzen müssen. Da wird man in den Haushaltsberatungen an mancher Stelle auch heulen und Zähneklappern haben, weil die Schritte nicht so groß ausfallen, wie wir uns das vorstellen würden. Im Moment habe ich das richtig verstanden. Sie müssen da mehr reinstopfen. Wir wissen ja, dass der Bremer Haushalt eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer ständig klamm war und woanders Geld abziehen. Also meinen Sie das mit Heulen und Zähneklappern, dass man woanders was abziehen muss? Wo dann? Naja, wir haben ja bessere finanzielle Situationen, als wir in den letzten Jahren gehabt haben in Bremen. Wir haben die Haushaltskonsolidierung insoweit erreicht, dass wir jetzt einen ausgeglichenen Haushalt haben. Wir beginnen auch mit der Tilgung der Altschulden und wir haben deshalb größere finanzielle Spielräume als in den letzten Jahren. Aber trotzdem wachsen natürlich die Bäume nicht in den Himmel und es gibt viele Aufgaben und das Geld reicht trotzdem nicht für alle. Man wird trotzdem gucken müssen, wo man Prioritäten setzt, das ist ganz klar. Ich habe auch noch nie Haushaltsberatung erlebt, wo das anders ist. Ja, das ist meistens so bei Haushaltsberatung, aber jetzt haben Sie es noch nicht konkret gemacht. Wo sparen Sie ein? Na, wo setzen wir die Schwerpunkte? Die Schwerpunkte setzen wir im Bildungsbereich, die Schwerpunkte setzen wir beim Klimaschutz, zum Beispiel bei der energetischen Gebäudesanierung. Da werden wir investieren, wobei das Schöne da ist, dass das ja durchaus rentable Investitionen sind, wenn man auf der anderen Seite Energie spart. Wir werden investieren natürlich in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, das habe ich eben schon gesagt. Wir werden natürlich auch in die wirtschaftliche Infrastruktur investieren, aber da gibt es natürlich auch bestimmte Erträge. Also es ist jetzt weniger der Punkt, wo gespart wird, sondern ist eher der Punkt, wo werden die Schwerpunkte für zusätzliche Ausgaben gesetzt. Okay, verstanden. Erster Tag als Regierungschef und Sie beherrschen diese Sprache des Nichtantwortens schon ganz gut. Ich verstehe das, dass Sie jetzt keinem sagen wollen, wo Sie einsparen wollen. Sie haben sich bei Ihren Zielen so eine Entschuldigung schon mal eingebaut, weil Sie gesagt haben, Sie wollen diesen Zielen spürbar näher kommen. Also spürbar näher kommen heißt, Leute, nagelt uns doch nicht darauf fest, was wir euch versprochen haben und was wir euch heute versprechen. Der Oppositionsführer sagt ja auch, Sie wollen Bremen zum Paradies auf Erden machen mit Milch und Honig, das fließen wird und so weiter und so fort. Für jeden wird alles besser. Können Sie jetzt das Versprechen abgeben, dass für jeden Bremer und Bremerhavener das Leben besser wird?
für jeden, auch für denen in sozialen Brennpunkten? Man muss sich schon mal für eine Art der Kritik entscheiden. Also entweder wir versprechen, dass überall Milch und Honig fließt, oder wir sind nicht konkret genug und sind vorsichtig und sagen, wir wollen ein Stück weit die Lebensverhältnisse verbessern. Richtig ist natürlich das Letztere. Wir versprechen keinerlei paradiesische Zustände, wie sollten wir auch, angesichts der Rahmenbedingungen und angesichts der Gegebenheiten, die es in Bremen gibt. Was wir sagen ist, wir wollen Schritte in die richtige Richtung gehen. Wir wollen das Leben spürbar besser machen. Und daran müssen wir uns messen lassen. Wir können nicht einfach nur sagen, wir kündigen das an auf so einer allgemeinen Ebene, auf so einer Wohlfühlebene, sondern bei der Kita-Versorgung, beim Schulausbau, bei der Verkehrswende, beim Bau von Wohnungen. Da wird man hinterher sagen müssen, habt ihr die Ziele erreicht oder habt ihr sie nicht erreicht. Also schrittweise Verbesserungen, aber von Milch und Honig, die da irgendwann fließen, kann natürlich nicht die Rede sein. Ja, jetzt haben wir gar nicht mehr geschafft, über die autofreie Innenstadt zu reden. Aber nun wissen wir, dass Bremen nicht das riesigste Bundesland ist. Also wird das vielleicht auch möglich sein. Jedenfalls wollen Sie sich annähern an dieses Ziel. Dabei wünsche ich viel Erfolg und einen guten Start. Jetzt erst einmal, ich danke ganz herzlich fürs Gespräch nach Bremen. Andreas Bovenschulte. Ganz herzlichen Dank.